So, Soundcheck 1, 2, 3. Moin, meine Lieben, und willkommen zu einer Runde mit Toxic Time on Tour. Ja, heute wahrscheinlich ein bisschen problematisch mit dem Mikrofon. Ich musste erstmal alles Mögliche rausschmeißen an meinem Helm. Ich hatte ja erzählt gehabt, ich hätte so ein 3-Mikrofon-Helm drin verbaut mit ein extra Setup noch für Dualblocks und alles. Und bei den letzten Fahrten ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass immer, wenn wir über Sena oder so gesprochen haben miteinander, ich habe das voll aufgedreht in voller Lautstärke und ich habe dann irgendwann nichts mehr gehört. Ich dachte, naja, die Maschinen sind doch gar nicht so viel lauter geworden. Das kann es doch irgendwie gar nicht sein. Ja, war es auch nicht. Also die Maschine war nicht schuld, aber da habe ich festgestellt, dass durch dieses Abändern auf dieses ja, Dual-Setup quasi, was ja parallel mit dem Helm drin war, da musste ich halt mit vielen Adaptern und Brücken und alles Mögliche arbeiten. Aber es hat so viel Verlust von der Tonlautstärke hergenommen, dass halt einfach, ja, kaum noch was angekommen ist an diesem komischen Kopfhörer. Man konnte volle Pulle aufdrehen, man hat schon das Übersteuern schon fast gehört, aber an den Lautsprechern kam trotzdem nicht viel an. Also die Geräte waren am Ende, aber der Endabnehmer nicht. Gut, deswegen habe ich das jetzt erstmal alles wieder rausgeschmissen und rum und her, hin und her getüftelt. Hat mir aber dabei so ein bisschen die Halterung von meinem Hauptmikrofon, weil ich so sehen, wie ich jetzt das Falsche rausgemacht habe. Ja, das habe ich jetzt erstmal so provisorisch wieder an Position gebracht. Deswegen kann es sein, dass der Ton vielleicht heute nicht ganz so toll ist. So viel Infosammelei bevor wir zum Hauptthema kommen. Oder kommen wir jetzt zu? Das war jetzt das Hauptthema. Das hatten wir vor ein paar Videos schon mal gehabt. Das Ende oder Tod der LOF-Zulassung. Es ist jetzt so wirklich offiziell seit vorletzter Woche Freitag oder so. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, wann ich schaffe, das zu schneiden und hochzuladen. Auf jeden Fall ist es jetzt mit Brief und Siegel beschlossene Sache. Es wird keine LOF-Zulassung mehr geben. Es gibt noch so eine kleine Schonfrist. Ich bin der Meinung, 31.10. Falls ich das jetzt falsch im Kopf habe, schreibe ich das Datum hier gleich nochmal mit drüber. Das ist das Datum. Bis dahin muss eine Maschine, die bis zum Datum noch nie zugelassen worden war, ihre Erstzulassung haben, damit die LOF-Zulassung ja, weiterhin bestehen kann. Ihr braucht keine Sorgen machen, dadurch, dass es die LOF-Zulassung partout halt einfach nicht mehr gibt, heißt es aber nicht, dass man jetzt keine Maschine nicht mehr angemeldet ist oder sonst was nicht mehr zulassen kann und dass man LOF also komplett irgendwie nicht mehr hat. So ist das nicht. Es besteht halt nur, dass halt neue Fahrzeuge nicht mehr als LOF zugelassen werden können. Wir haben immer in Deutschland immer noch die Besitzstandswahrung, das heißt, das Fahrzeug, was eine LOF-Zulassung gehabt hat, bis zu diesem Datum, behält auch diese Zulassung. Das heißt, selbst wenn ihr das Fahrzeug abmeldet, irgendwann wieder anmeldet, meldet ihr es immer wieder als LOF an. Also könnt ihr auch ganz beruhigt immer noch ein Gebrauchtfahrzeug kaufen, ein Fahrzeug, was schon eine Zulassung hatte, sowie es einen Brief gibt, wo drin steht, wurde als LOF zugelassen, wird das auch immer und immer wieder weiter passieren können. So, aber nur weil es die LOF nachher nicht mehr geben wird oder halt jetzt nicht mehr gibt, bedeutet das nicht, dass es ja natürlich keine Quads mehr zu kaufen gibt. Auch Neufahrzeuge wird es weiterhin zu kaufen geben. Denn für die LOF gibt es quasi eine Alternativzulassung. Die ist auch gar nicht so neu, das ist die T3B-ABS-Zulassung. Wir haben ja bei der T3B-Zulassung im Endeffekt diese Grundzulassung für diese Fahrzeuge. Diese Treckerzulassung ist es, glaube ich, auch. Aber die hat ein paar Einschränkungen. Und zwar gibt es einmal die Einschränkung, dass du halt maximal 15 kW haben darfst. Auf eine Höchstgeschwindigkeit, was dann natürlich ein bisschen sinnfrei ist, weil ne, PS da regelt. Ja, und die zweite Alternative ist dann auch, wir können zwar die offene Leistung fahren, aber gedrosselt auf 60 km/h. Aber es werden jetzt demnächst nicht nur Fahrzeuge, die nur maximal 60 fahren oder maximal 20 PS haben, durch die Gegend fahren. Es gibt noch eine kleine Sonderlok und das nennt sich T3B ABS. So wie das Fahrzeug eine ABS zu Anlage vorweisen kann und verbaut hat, kann man halt diese T3B ABS-Zulassung nutzen und hat dadurch den Vorteil, dass man im Endeffekt fast die volle Leistung fahren kann. Da gibt es auch irgendwelche Einschränkungen. Wie die genau sind, kann ich euch jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Das bedeutet zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel, die neue CF Moto wurde ja auf der Motorshow vorgestellt mit 95 PS, im Prospekt stand nachher 90 PS drin. Und ich glaube, die realistische Umsetzung war nachher irgendwas mit 72 oder 75 PS in den Papieren. Stand da drin wegen Homologation für die Zulassung halt. Die T3B ABS-Zulassung ist aber trotzdem nicht
hat auch noch eine kleine Einschränkung. Und zwar war das vorher halt auch schon so gewesen, dass diese Maschinen maximal 105 Stundenkilometer fahren dürfen. Ja, da ist natürlich 105. Can-Am fährt ja schon länger die diese Zulassungsart mit der 105 km/h Begrenzung. Das heißt, alle Leute, die sich eine Renegade oder eine Outlander oder sonst was gekauft haben, ohne sie umrüsten lassen auf LOF, was zusätzliche Kosten verursacht hat, konnten diese Maschinen dann halt, die haben bei 105 abgeriegelt, und zwar elektronisch. Das heißt, das Ding war auch wirklich bei 105, war Feierabend. Also leider kein irgendwie Schräubchen drehen oder Knöpfchen drücken und schon mal die volle Leistung da. 105 reicht im Normalfall. Also wie gesagt, viele sagen, ne, ich fahre das Ding nicht zum Heizen, ich brauche das nicht und sowas. Auch wenn wir unsere Touren fahren, 105 reicht da locker für aus. Wir fahren selten, ganz, ganz selten, das soll die 100 km/h-Grenze mal irgendwo knacken. Aber es kommt dann doch ab und zu mal die Situation, wo du vielleicht irgendwas überholen willst. Und wenn du dann im Überholvorgang quasi fast nach vorne gedrückt wirst und so richtig abgebremst, weil auf einmal bei 105 puff, wie so ein Dampfer mal kommt, weil die Beschleunigung, es fühlt sich halt an wie Abbremsen, weil der Vortrieb auf einmal aufhört. Das ist schon halt irgendwie ein bisschen doof und nervig, wie gesagt. Aber es ist im Endeffekt verschmerzbar, wenn man dadurch halt die Möglichkeit hat, ein Fahrzeug überhaupt noch zulassen zu können. Also den einen oder anderen wird es vielleicht gar nicht stören oder gar nicht auf. Wenn man sich eine ATV holt, um halt damit ab und zu nur mal die Straße zu benutzen und im Endeffekt mehr oder weniger nur Offroad unterwegs zu sein, wird das wahrscheinlich wenig jucken, weil im Gelände über 100 km/h unterwegs zu sein, das ist schon wirklich mehr als selten, glaube ich. Aber dieses ABS-Bremssystem gibt es halt auch noch nicht so für alle Fahrzeuge. Und das ist halt auch nicht einfach so umzusetzen, weil für die Sportler zum Beispiel, es sind ja eh schon nicht mehr viele, haben ja die Produktion im Endeffekt eingestellt, oder wir hatten ja nachher gar nicht mehr so viel Auswahl. Ne? Wir haben die Kymco 300, wir haben die Axis 300, die Axis 94 aktuell und die Aeon Cobra 400. Das waren im Endeffekt die einzigen Sportmaschinen, die du jetzt noch so von den namhaften Herstellern beziehen konntest, die nagelneu sind und halt auch noch eine Straßenzulassung und alles haben. Wie gesagt, Raptor, klar kann man sich noch Raptoren bestellen beim Yamaha-Händler, aber die kann man nicht mehr mit Straßenzulassung bestellen, sondern wirklich nur noch rein als reines Sportgerät. Ich habe gehört, dass der ein oder andere Händler, ich bin der Meinung, er kam aus Süddeutschland, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es noch irgendwie so eine Lücke gefunden hat und noch so ein paar Maschinen durchdrücken konnte. Die Preise zu den Maschinen waren natürlich in exorbitanten Höhen, das war nicht mehr feierlich, was diese Maschinen gekostet haben, aber wer halt noch die letzte haben wollte quasi, musste diesen Weg gehen. Ich weiß von einigen, die mir auch schon geschrieben hatten, von wegen, ja, ich habe die da gekauft und ist zwar viel Geld, aber ich wollte es unbedingt, ne, Traum erfüllen und so weiter. Allerdings muss ich auf die Maschine warten, die kommt voraussichtlich erst in so und so vielen Monaten. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die Leute, die sowas dann noch angestoßen haben, so eine Bestellung. Und wenn die Maschine noch nicht hier ist, das heißt, die Abnahme kann noch nicht vollzogen werden, bekommen die noch ihre LOF-Zulassung oder ist das Geld nachher am Ende des Tages flöten gegangen, weil dann haben sie ein Sportgerät für viel Geld da stehen, was nicht mehr als Straße zugelassen werden kann. Das wäre echt ärgerlich. Also ich drücke allen die Daumen, die sich gerade in der Wartephase quasi finden, dass das noch hinhaut. Also meine Daumen gedrückt, dass ihr auch wirklich euren Fahrbandzusatz noch kriegt. Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Hersteller, wie zum Beispiel, Axis haben wir ja noch, die haben ja mit zwei Sportmodellen, sind sie ja quasi am Start, einmal die kleine 300er und einmal die etwas größere als Schaltfahrzeug, die 490 beziehungsweise die 480 vom Vorjahr. Da kam jetzt auch schon offizielles Schreiben an alle Händler rum, wo dann drin steht, dass die Produktion quasi erstmal pausiert wird, weil erstmal in Ruhe sich um dieses ABS-System gekümmert werden muss, damit das dann halt quasi serienreif in Produktion rausgehen kann. Heißt natürlich, der Sportquad-Bereich, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen noch mehr zusammenbrechen, als er tut. Da dass die ganzen namhaften Hersteller im Endeffekt weggefallen sind, ist das schon ein ziemlicher Einbruch gewesen. Und da jetzt alle anderen Hersteller auch so langsam aufgeben quasi. Ich weiß noch nicht ganz offiziell, wie das jetzt mit der Aeon weiterlaufen wird oder auch wie Kymco das jetzt regeln wird mit ihren Fahrzeugen. Ich glaube, haben diese, glaube ich, sogar schon ein ABS-System, was sie dafür liefern können. Einer von den beiden hatte schon irgendwas da im Petto gehabt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, noch habe ich auch kein ABS-Modell davon gesehen, wie es da umgesetzt werden soll und so weiter. Es bleibt spannend. Aber auf jeden Fall ist es jetzt wirklich amtlich. Es ist final. Die LOF-Zulassung ist weg. Bedeutet im Umkehrschluss jetzt aber auch für all diejenigen, die jetzt kurz davor stehen, von wegen, ich möchte dieses Hobby einsteigen und ich möchte eine neue Maschine haben. Die müssen sich so langsam quasi auf die Suche machen zu einem Händler, der noch LOF-Fahrzeuge stehen hat.
Das gilt halt genauso für die ganzen ATVs. Ne? Wie gesagt, die offene Leistung mit offener eine hohe Endgeschwindigkeit wird dann auf jeden Fall auch flöten sein. Deswegen, wenn man das vorhat, so zu machen, sollte man, und der Plan war vielleicht zum Herbst, dass man guckt, dass man vielleicht doch Stücken nach vorne zieht, um sich überhaupt noch so eine Maschine irgendwie sichern zu können. Bei uns auf der Arbeit bei der Quad Company stehen LOF-Fahrzeuge. Ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres hatten wir, glaube ich, noch fast 35, 40 Stück da stehen. Mittlerweile sind wir im einstelligen Bereich runter. Ich glaube, wir haben noch, sechs oder acht Fahrzeuge. Sechs LOFs haben wir noch. Und die sechs, die wir jetzt haben, das sind dann auch noch, das sind die Aeon Cobras 400 als LOF-Zulassung. Wir haben auch schon die neueren Modelle alle da stehen, deswegen Aeon Cobra, die haben ja die 400er. Die Produktion wird auch weiter, ich weiß gar nicht, ob die auch pausieren oder ob die weiter ausliefern. Auf jeden Fall haben die ja ihre 24er-Modelle. Die sind ja schon runtergedrosselt. Die haben schon diese 15 kW quasi eingetragen, sind durch die, werden auch durch die Steuereinheit quasi gedrosselt. Das heißt, wir können da auch nicht durch irgendein Schräubchen oder sonst was, na, die müssen elektronisch irgendwie gedrosselt sein. Vorgeschriebenerweise sind die dann halt auch, deswegen, wir haben aktuell halt zwei Maschinen da stehen, die optisch nahezu identisch sind. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, das kann ich euch vielleicht demnächst mal in so einem Video zeigen, was so der große Fort-, Um- oder vielleicht sogar Rückschritt ist zu diesen Maschinen, was sich da verändert hat. Ja, aber wie gesagt, das ist, jeder, der vorhat, sollte halt schnell zuschlagen. Den Gebrauchtmarkt wird das, denke ich mal, auch ziemlich über den Haufen werfen. Wie gesagt, also wenn ihr beim Händler irgendwo kaufen wollt, wie gesagt, müsst ihr halt ein bisschen gucken. Man muss halt schauen, welcher Händler überhaupt noch LOF-Fahrzeuge stehen hat. Ja, der Gebrauchtmarkt wird sich auch, denke ich mal, sehr stark verändern, denn die Modelle, die es jetzt gibt in gedrosselter Variation, ich denke mal, da werden jetzt die Gebrauchtpreise für die LOS wahrscheinlich ein bisschen ansteigen, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, diese nachzukaufen. Genau wie viele andere Quads und ATVs auch, denke ich mal, im Wert vielleicht einen kleinen Schlag mal zulegen werden, weil die LOF ja dadurch jetzt wirklich ein bisschen was Besonderes geworden ist. Weil wenn du da zwei Maschinen zur Auswahl hast, wenn du im Sportlerbereich bist, habe ich einen Sportler mit 30, 40 PS oder mit 20, es ist eine dieselbe Maschine, ist das natürlich ein riesen Unterschied von der Leistungsentfaltung. Beim ATV, wie gesagt, wenn einen diese 105 km/h Geschichte nicht stört, wird das wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Ansonsten wird sich das da höchstwahrscheinlich in der Endgeschwindigkeit dann nur auswirken. Also ihr seht, es ist viel passiert. Ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit zusammengekriegt, was ich euch ausspeichern wollte an Informationen. Ansonsten steht jetzt in Planung in den nächsten Videos, die Fahrzeugvorstellungen stehen jetzt da, die Fahrzeuge sind alle da, die ich testen möchte. Die Aufnahmen sollen jetzt in den nächsten Tagen auch passieren, dass ich die auch zeitnah hochladen kann. Dann kann ich euch auch die ganzen neuen Modelle mit dieser neuen T3B ABS Zulassung zeigen. Wie gesagt, das sind Maschinen, die machen trotzdem unwahrscheinlich viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben, gerne auch mit einem Kommentar an diesen Seite. Wie immer, ciao und hau rein mit Toxic Time.